very old friend. Was Sie hier sehen, ist ein braver Familienvan. Ein braver Familienvan? Warum schwirren dann die hübschen Girls der Millennium Dancers so begeistert um ihn herum? Die lassen sich von einem Wochenendeinkaufs- und Babytransporter sicher nicht so schnell beeindrucken. Da dürfte also doch mehr dahinter stecken, aber was? Lassen wir uns überraschen. Walk like an angel. Talk like an angel. Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Django Freimann und ich präsentiere Ihnen den neuen S-Max! You're the devil in disguise. Dieser sportliche, formschöne Van kann natürlich nur von einem Hersteller kommen, Mädels. Gib mir ein F. F. Gib mir ein O. O. Gib mir ein R. R. Gib mir ein D. D. Von vorn. Heaven knows how you lied to me. Das sind die Millennium Dancers und das ist unser nagelneuer Tour Rocket. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Wir haben Platz für 5 bis 7 Personen und jede Menge Gepäck. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Wir reden hier von nagelneuen LED-Lichtern mit blendfreiem Fernlicht sowie Kurvenlicht links und rechts. Look like an angel, walk like an angel. Ausgestattet ist unser S-Max unter anderem mit der neuen Adaptivlenkung. Wenig Geschwindigkeit, viel Unterstützung. Angetrieben wird dieses Prachtstück übrigens von einem 2-Liter Biturbo-Dieselmotor mit 210 PS. Yeeha! Das Auto erkennt Verkehrsschilder und drosselt die Geschwindigkeit, wenn ich mal wieder Bleifuß habe. Damit sich die Mädels auch immer sicher fühlen, haben wir 2 Airbags in den hinteren seitlichen Türen. Die Frontscheibe und das Panoramadach sind Solar Reflect. Das bedeutet, es wird nämlich heiß, wenn's heiß ist. Na Mädels, macht mal Musik, damit ich ein bisschen Stimmung in die Bude kommt, wa? Lass krachen! Die beiden Frontkameras überblicken 180 Grad. Kommt uns ein Fußgänger in die Quere, dann bremst das Auto. Glück gehabt. Tja, meine Damen und Herren, mit dem neuen Ford S-Max sind Django und die Millennium Dancers Speedy Gonzales auch in ihrer Nähe. Rufen Sie an, wir kommen vorbei.